Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch mal. Wie kennt's alle? Kampf auf Leben und Tod, Messerstecherei, Blut überall, Gedärme. Einer ist der Verbrecher, der ist natürlich dann im Gefängnis und der andere liegt tot rum. So, und dann kommt jemand, das sauber machen. Und wer macht das sauber? Der Tatortreiniger. Frag doch mal! Kunst ist vom Beruf Tatortreiniger. Ob Leichenflüssigkeit auf dem Teppich oder auf den tollen Fliesen, eine Messi-Wohnung oder im schlimmsten Fall das ganze Bad voller Kacke. Seine Arbeit beginnt, wenn die Polizei und Spurensicherung abrückt. Was macht ein Tatortreiniger? Das sagt ja schon der Name, Tatortreiniger, der reinigt halt Tatorte. Ich würde darüber hinausgehen, würde sagen Leichenfunderdesinfektion. Das ist einfach so, wir haben viele Fälle, da sind das keine Tatorte, sondern da sind Leute verstorben, die lagen lange in Wohnungen, in Einsamkeit gestorben. Und dann sind das halt Leichenfundorte, die wir reinigen und desinfizieren müssen. Ganz häufig in solchen Wohnungen. Wie lange brauchst du pro Einsatz? Für eine Tatortreinigung brauche ich meistens so zwischen 6 und 8 Stunden. Und für so eine Messi-Wohnung, jetzt als Beispiel hier, haben wir 3 Zimmer, Küche, Bad? Also Messi-Wohnung, 3 Zimmer, Küche, Bad brauchen wir, ich denke, 4 bis 5 Tage, weil das sind circa 6 Tonnen. Siehst du eigentlich jeden Tag Leichen oder Tote? Ich sehe nicht jeden Tag Leichen oder Tote, aber mittlerweile ist es so, dass Verwaltungen zum Beispiel, die sehr viele Wohnungen haben, die rufen mich direkt an, die fragen, kannst du mal gucken, es riecht komisch im Haus. Und dann muss man manchmal auch ein bisschen detektiv sein. Das heißt, ich kämpfe mich dann durch. Ich gucke zum Beispiel nach den Briefkästen. Wenn da ein Briefkasten sehr voll ist, dann weiß ich, die Wohnung gehe ich als erstes an. Dort könnte jemand liegen. Und dann muss ich halt meine Nase an die Tür halten und dann informiere ich die Kripo. Und mit denen ist man so gut im Kontakt, dass die sagen, okay, geh rein, guck, ob jemand tot ist oder nicht. Und danach gebe ich die Info und dann finde ich natürlich auch sehr häufig Leichen. Was für Flecken hinterlässt eine Leiche? Oh, das ist halt auch unterschiedlich, welche Gegebenheiten sind. Also war das jemand fettleibig ist, dann ist sehr viel Leichenflüssigkeit da. Ist das jemand, der vielleicht gestürzt ist und es hat sich eine Verletzung zugezogen, dann liegt ja da, ist ja auch noch Blut. Dann ist das getrocknetes Blut, das wird meistens dunkel, also fast schwarz. Dann hat man solche Flecken, also es ist ganz unterschiedlich, klimatische Bedingungen, ist es warm, ist es kalt, also das spielt alles immer mit rein. Hast du einen Tipp, womit man Blut immer wegkriegt? Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, Blut immer wegzubekommen. Am besten ist vorher nicht zu bluten oder die Wunde zu stillen. Ansonsten bleibt das mein Betriebsgeheimnis. Gibt es oft Ungeziefer am Tatort? Immer. Also wenn ein Verstorbener länger liegt, dann sofort sind da Fliegen und die legen Eier. Und sagen wir 14 Tage spätestens schlüpfen die Fliegen und dann sind überall Maden. Ja, also sehr, sehr häufig. Und dann sind es häufig solche Wohnungen, also die verwahrlost sind. Hier ist ja auch dann schon Ungeziefer. Wir haben die Spinnen an der Decke gesehen. Und wenn man sich hier tiefer reingräbt, dann kommen auch noch andere Insekten zum Vorschein. Was war das Unangenehmste, was du hier entfernen musstest, wenn man nicht sogar ekelhaft sein kann? Na, ganz am Anfang hatte ich mal einen Fall, darüber berichte ich auch, oder habe ich schon ganz oft erzählt. Da ist eine große Zehe aus dem Hausschuh noch rausgekullert, die war sozusagen noch da, die Leiche war schon weg. Das war für mich mal ganz am Anfang ein Fall, wo ich so einen Würgereiz hatte. Also da ist jemand gestorben, wurde abtransportiert, du hast Sau gemacht und aus dem Hausschuh ist noch ein Zeh rausgefallen? Aus dem Hausschuh ist noch die Zehe, aber die war schwarz, also es sah aus wie eine Walnuss. Okay. Schon. Und ich habe es nur anhand des Zehennagels erkannt, dass das eine Zehe war. Und in dem Augenblick war der Gedanke im Kopf und dann ist der schnell auch am Würgereiz. Ansonsten, ich hatte mal eine Dame, die ist auf der Heizdecke verstorben. Die lag 4 Tage noch auf dieser Heizdecke. Da ist die Leichenflüssigkeit durch die ganze Wohnung gelaufen. Es war extrem, weil der Bestatter, was eigentlich, das war schon wieder dann zum Schmunzeln, der ist auf dieser Leichenflüssigkeit ausgerutscht und hat sich den Ellenbogen gebrochen. Und glaub mir, du willst nicht nach Leichenflüssigkeit riechen oder die am Körper haben, also das ist mega unangenehm. Musstest du schon mal Körperreste aussammeln oder Gehirn zusammenfegen? Also wenn jemand zum Beispiel eine Waffenbesitzkarte hat und besitzt Waffen, dann hat er meistens auch eine große Waffe, also irgendeine Schrotflinte. Und wenn jemand wirklich vorhat, sich das Leben zu nehmen, dann vermutlich mit den Größten, was geht.
Und dann hat man auch Körperteile, die man da zusammensammeln muss, wenn der sich da zum Beispiel in den Kopf schießt. Welche Körperflüssigkeit ist am hartnäckigsten? Ja, das kommt immer auf den Untergrund drauf an. Also dann ist natürlich zum Beispiel Leichenflüssigkeit an sich, die ist halt fetthaltig, die ist schmierig, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist schon hartnäckig und oder ist problematisch, die immer wegzukriegen, weil es ist immer noch ein öliger Film. Was war das Skurrilste, was du bei einer Entrümpelung oder sonst wo gefunden hast? Also meistens sind es dann irgendwelche erotischen Sachen, die man findet, wo man sagt, oh, das gibt, also es ist unglaublich, was es hinter verschlossenen Türen gibt, was da passiert und so weiter. Ganz skurril war zum Beispiel, wir haben einen Kleiderschrank in einem Schlafzimmer gehabt, der war voll mit Einweggläsern, die waren auch durchnummeriert und katalogisiert. Da war Kacke von Frauen drin und der hatte da riesen Spaß, die dabei zu fotografieren und sich die Kacke im Glas aufzuheben. Okay, was passiert mit so einem Wohnungsinhalt wie hier? Der kommt direkt, also Wohnungsinhalt wie hier, den kann man nicht mehr verwenden oder nutzen oder irgendwas, der kommt direkt in die Müllverbrennung. Hast du schon einmal unerwartet eine Leiche unterm Müll gefunden? Unerwartet nicht, aber es ist halt zum Beispiel, ich habe mal mit einem Polizisten zusammen in der Wohnung nach einer Leiche gesucht, weil wir den Verdacht hatten. Und dann war der dort, wo ihr jetzt steht, also im Hausflur, lag der auch, den hat man aber nicht gesehen. Und der hat aber noch gelebt, also der hat dann auf einmal sich rumgedreht und hat gesagt, so in seiner Trinkersprache, was ist denn hier los? Also der hat gerade ein schönes Schläfchen gemacht und wir sind viermal an dem vorbeigelaufen und haben den auch nicht gesehen, weil der schon so zusammengekümmert war, weil der sehr viel getrunken hat. Welcher Geruch ist ekliger, wenn man in eine Messi-Wohnung kommt und da alles ist oder wenn eine Leiche schon ein paar Tage lag? Also grundsätzlich ist es so, entweder du kannst solche Gerüche ab oder nicht. Der Leichengeruch, da haben viele zu kämpfen, sobald sie wissen, dass es Leichengeruch ist. Vorher geht man im Treppenhaus dran vorbei und sagt, hier riecht's komisch. Und wenn man es dann weiß, dann sagt man, um Himmels Willen, Leichengeruch und dann kommt es einen hoch. Ich finde Messi-Wohnung schlimmer, weil da einfach alles da ist. Nicht nur dieser Leichengeruch, sondern du hast ja mitgekriegt, man hebt hier irgendwas hoch und es kommt wieder ein neues Geruchsbild nach oben. Suchst du noch Mitarbeiter? Wir suchen ständig Mitarbeiter, aber die müssen eben, viele denken halt Tatortreinigung und ich fahre dann von einem Tatort zum anderen und da ist Blut und das ist spannend. Ne, es sind halt auch solche Jobs hier und das ist ein Knochenjob. Das ist nicht mal kurz zwischen Tür und Angel mal schnell was sauber machen. Und Link dazu in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch direkt bewerben.